Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu dem allerersten Let's Play auf meinem YouTube-Kanal. Ja Leute, wir starten eine neue Reihe hier auf dem Kanal. Ich bin sehr gespannt. Wir spielen heute World of Warcraft The Burning Crusade Classic, was quasi eine Neuauflage vom originalen Burning Crusade von Blizzard ist, was vor 13, 14 Jahren mal gelauncht wurde. Und ja, ich möchte quasi gemeinsam mit euch hier mir das komplette Blutelfen-Startgebiet mal anschauen. Deswegen leveln wir quasi hier diesen Char. Ich habe mich für einen Blutelfen-Paladin entschieden. Und bevor wir starten, möchte ich gerne noch mal so ein paar Worte verlieren. Warum? Let's Play-Format ist ein bisschen out of date natürlich, beziehungsweise ein bisschen tot auch. Der Einzige, der das wirklich noch erfolgreich macht, ist Gronkh, würde ich sagen. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Ich habe einfach für mich gemerkt, in den vergangenen Monaten, vor allem, wenn ich mich auf Twitch fortbewegt habe, auch als Viewer, dass mich der Content irgendwie einfach gestresst hat. Also keine Ahnung, man kommt auf Twitch irgendwie, hat da mittlerweile seine 30 Leute, denen man folgt, skippt hin und her, da kennt ihr euch vielleicht auch wieder drin. Schaut da mal rein, schaut hier mal rein. Es ist irgendwie nicht mehr so wirklich entspannend, ist nicht mehr wirklich angenehm. Und es geht leider im MMO-Bereich und vor allem auch in WoW viel um Min-Maxing, um Speedruns, um Tryharding, um Schwitzerei und so weiter. Und deswegen, keine Ahnung, konnte ich mich da irgendwie nicht mehr so mit identifizieren und konnte irgendwie auch keinen Content anbieten, der auf der Plattform Sinn gemacht hat, finde ich. Ich meine, man geht auf Twitch irgendwie, oder viele gehen auf Twitch mittlerweile, weil sie einfach kurz unterhalten werden wollen für eine halbe Stunde oder für eine Stunde. Und irgendwie auch so die Aktivität vom Chat lenkt einen dann auch oft ab vom Game. Und ich weiß nicht, ich möchte einfach hier mit dem Format euch die Möglichkeit geben, quasi euch so ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen und wirklich dich in Ruhe mal eine halbe Stunde auf das Spiel zu konzentrieren. Ja, also, und nicht irgendwie noch 100 Mal zu skippen und andere Dinge zu machen. Und weiß nicht, ich hoffe einfach, dass ich damit die Entspannung in dem Spiel finde, die ich früher damit immer gesucht habe, wenn ich WoW gespielt habe. Und ich hoffe auch einfach, dass ihr ein bisschen die Entspannung und Ruhe in eurem Leben findet, indem ihr euch quasi diese Videos anschauen könnt. Das so ein bisschen zu dem Hintergrund, warum ich dieses Format jetzt quasi hier wieder einführe. Ja, wir fangen wie gesagt an mit dem Blutelfen hier. Der wird jetzt quasi so lange gelevelt, bis wir das komplette Blutelfen-Startgebiet durchgelevelt haben. Und dann gucken wir mal, ob man dann vielleicht einen Draenei anfängt. Ich denke mal nicht, dass ich den hier auf 70, 60 leveln werde, aber wir gucken mal. Ja, mal schauen. Um die ganze Geschichte ein bisschen spannender zu machen, habe ich mir überlegt, werden wir auch eine kleine Hardcore-Challenge mit einbauen. Das bedeutet, der Char darf nicht sterben. Also wir müssen schon das Startgebiet hier quasi überleben, ohne zu sterben. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt schon ein erfahrener WoW-Spieler, würde ich sagen. Ich bin kein erfahrener Paladin-Spieler. Aber wir haben eine Bubble, von daher zur Not Bubble Ruhestein. Aber mal gucken. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem ganzen Format und zu meinen Gedanken dazu in die Kommentare. Also quasi eure Gedanken. Auch gerne Feedback rein, es ist das allererste Let's Play, was ich je gemacht habe. Wir werden uns Questtexte durchlesen, wir gehen hier auch gleich die ganzen Geschichten hier durch. Also wir werden wirklich tief in die Materie einsteigen. Ich bin sehr gespannt und auch Feedback irgendwie, ob ich die Ingame-Musik leiser, lauter machen soll. All so eine Dinge, da muss ich natürlich mit der Zeit auch reinkommen. Von daher sagt mir gerne, wenn ihr das Video dann vielleicht auch komplett angeschaut habt, wie so eure Erfahrung war. Soll ja irgendwie auch entspannt sein, ne? Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an, uns den Char hier so ein bisschen zu designen. Ich mache immer hier diese Hochsteckfrisur sehr gerne, die auch die Menschen haben, genau die hier. Ja, das lasse ich auch nicht mit mir reden. Haarfarbe nehme ich auch immer weiß, so wie mit dem Menschen, genau. Keine Ohrringe, das ist extrem wichtig. Es werden viele von euch kennen, die auch gerne weibliche Charaktere spielen. Ohrringe gehen gar nicht.
Ich weiß auch nicht, ich spiele irgendwie auch immer weibliche Charaktere, schon immer. Außer mein allererster Char, den ich in WoW mal gespielt habe. Mein allererster Main war ein männlicher Char. Danach immer weiblich. Ich weiß nicht genau warum. Oh, das ist doch leicht dominant. Ich würde sagen, die nehmen wir mal, ja. So, die Phylorina. Und wir gehen mal ins Game rein. Abfahrt. Bin gespannt. Fast 7000 Jahre lang führten die Hochelfen ein glänzendes, magisches Königreich. Tief versteckt in den Wäldern im Norden von Lordaeron. Doch vor 5 Jahren fiel die Geißel der Untoten in Keltalas ein und trieb die Elfen an den Rand der Ausrottung. Geführt vom bösen Todesritter Arthas, zerstörte die Geißel den mystischen Sonnenbrunnen und raubte den Elfen damit die Quelle ihrer Magie. Obwohl die Narben dieser Zerstörung tief waren, verbündeten sich die übrig gebliebenen Elfen und gewannen einen großen Teil ihres Heimatlandes zurück. Die hartnäckigen Überlebenden gaben sich selbst den Namen Blutelfen und streben danach, die überwältigende Macht, über die sie einst verfügten, zurückzugewinnen. Angetrieben von der Herrschaft ihres geliebten Prinzen, Keltas Sonnenwanderer, begeben sich die Blutelfen nun auf die Suche nach neuen Quellen arkaner Magie und Wegen, ihr Land vor den untoten Schrecken der Geißel zu schützen. Als einer der wenigen überlebenden Blutelfen müsst ihr lernen, euren Durst nach Magie zu zügeln und helfen, das Schicksal eures Volkes zu bestimmen. Okay, jetzt erstmal alle Addons deaktivieren. Wichtig, habe ich auch noch nicht erwähnt. Wir spielen komplett ohne Addons. Von daher, wir müssen uns hier auch durchsuchen, wenn wir irgendwelche Sachen nicht finden. So, das machen wir mal hier hinter, die Webcam, wunderbar. So, dann machen wir hier noch die Musik ein bisschen lauter. Und damit würde ich sagen, Moment, schnell plündern, können wir uns gönnen. Jetzt habe ich natürlich gerade wieder verkackt, direkt am Anfang. Ich habe, Musiklautstärke sollte passen, oder? Habe natürlich jetzt gerade hier nicht vorgelesen, was der Rest stand. Im Intro-Bildschirm gerade, aber ich würde sagen, er hat ja eben gerade ein bisschen was erwähnt. Ja, dann, ich hoffe, ihr wart alle aufmerksam. Also Blutelfen wurden von Keltas Sonnenwanderer angeführt. Warum der dann irgendwie auch ein Endgegner ist in einem Dungeon, in einem Raid, habe ich jetzt gerade noch nicht so verstanden. Und warum der nicht hier irgendwo chillt in der Hauptstadt. Aber vielleicht finden wir das ja noch heraus. Wir sind jetzt auf jeden Fall, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind auf der Insel der Sonnenwanderer. Im nördlichsten Punkt, also im Festland, es gibt noch eine Insel drüber. Die kommt auch irgendwann nochmal, da kommt dann Sunwell drauf. Ach so, ah, da ist quasi der Sonnenbrunnen. Sunwell Plateau. Ah. Okay, also hier kommt irgendwann ein Raid, wo dann Sunwell ist. Habe ich jetzt gerade auch mal gerafft nach 20 Jahren WoW, 15 Jahren WoW. Okay, auf jeden Fall, wir sind hier im Startelfengebiet der Blutelfen. Das ist quasi an die östlichen Königreiche angedockt. Die Classic-Spieler unter euch werden sich natürlich hier an das erinnern. Also nördlich von den östlichen Pestländern. Kleiner Fun-Fact, wenn ihr da in Classic hingeht, gibt es meiner Meinung nach auch hier oben steht ein Blutelfe, glaube ich, in der Classic-Welt. Der vielleicht damals schon irgendwie ein versteckter Hinweis war, dass da irgendwie mal die Blutelfen in der Nähe kommen. Keine Ahnung. Ja, wir spielen den Paladin. Finde ich sehr passend zum Blutelfen hier. Wunderschöne Animation auch. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit der Story. Ja. Ehre den Sindorei. Ja, moin, die Phylorina. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wie mache ich das jetzt? Muss ich mich jetzt eigentlich in den Charakter hineinversetzen?
Muss ich jetzt jeden weiblichen? Nein, oder? Machen wir nicht, oder? Machen wir das? Anubinara de la Nar. Okay, ich kann ja so ein bisschen versuchen, weiblicher zu klingen, wenn ich. wenn ich weibliche Charaktere spreche. Wir gucken aber mal. Die Fylerina, ich hoffe, ihr seid bereit zur Arbeit. Hier auf der Insel der Sonnenwanderer gibt es viel für euch zu tun. Die Zerstörung des Sonnenbrunnens durch Arthas. Okay, also Arthas hat den zerstört. Okay. Arthas, der Lichkönig, kennen wir. Ganz böse, hat es zerstört anscheinend, warum auch immer. Hat unser Volk in ein Zeitalter der Unsicherheit gestürzt und an den Rand der Auslöschung getrieben. Doch dies soll sich jetzt ändern. Die Fylerina, ihr seid hier, um zu lernen und gleichzeitig unserem Volk zu neuer Größe zu verhelfen. Die Scherbenwelt erwartet uns, okay? Also, in die Outlands würde ich jetzt mit Level 1 noch nicht gehen, aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Rückeroberung der Insel der Sonnenwanderer. Je früher ihr mit eurer Ausbildung anfangt, die Fylerina, umso besser für uns alle. Wir können uns keine Fehler erlauben, also hört gut zu. Die brennenden Kristalle, also die da hinten, seht ihr den Text eigentlich? Ja doch, wenn ich dann so runter scrolle. Die Webcam ist leicht davor, aber gut. Die brennenden Kristalle, die grünen schwebenden Objekte westlich des Sonnenturms hier, wurden lange Zeit als Energiequelle für die Experimente der Insel verwendet. Da wurden also nicht autorisierte Experimente durchgeführt. Das kann ich nicht befürworten. Die Mana-Würmer waren ihre Wächter und der Einmarsch der Geißel in Kentalas hat sie aufgrund unserer mangelnden magischen Kontrolle über sie fehlgeleitet. Uns bleibt keine andere Wahl, als sie für die Wiedereroberung der Insel in ihrer Zeit zu reduzieren. Kehrt nach Beendigung eurer Arbeit zu mir zurück. Tötet 8 Mana-Würmer, sie halten sich rund um die brennenden Kristalle auf, die man nahe des Turms und des Vorboss findet. Sollte ich denn die Ziele auch nochmal vorlesen? Macht man das so? Ich weiß es nicht. Also, wir müssen die Mana-Würmer klatschen. Die sind einfach zu viel geworden. Und die müssen hier so ein bisschen dezimiert werden. Die machen hier anscheinend, keine Ahnung, die kacken alles voll hier. Die machen das dreckig, die müssen weg. Wir sehen hier unten, das sind die Paladin-Fähigkeiten. Das ist ein Heilzauber hier, also Holy Light, heiliges Licht. Damit heilt man sich hoch und das ist so ein Siegel. Ich glaube, das ist so eine Art Buff. Er läuft halt hier irgendwie und während wir den haben, machen unsere Auto-Tags ein bisschen mehr Damage. So. Also das ist wirklich, ihr könnt fast hier schon in die Ego-Perspektive gehen. Das ist, glaube ich, wirklich die intensivste WoW-Erfahrung, die ich je hatte. Ich so, oh Mann, ey, das ist echt weird gerade, sich so damit zu beschäftigen. Aber gut. So, das ist jetzt der zweite Gegner. So, okay, wir müssen den jetzt hier... Nehmen wir eigentlich immer nur eine Quest an und machen danach die nächste? Oder wie machen wir das eigentlich? Oder wollen wir dann mehrere annehmen? Weiß ich gar nicht, wie macht man das denn? Ich glaube, wir konnten gerade erstmal auch nur eine annehmen. So. Der ist auch tot. 5 Stück noch. Ja, das ist natürlich auch ein unglaublich innovatives Questkonzept, was wir hier sehen. Töte die... komm zurück. Ja, innovativ. Man kennt es von Blizzard. Aber das ist ja irgendwie auch das Schöne, ne? Dass man einfach sinnlos Monster klatscht. Das machen wir eigentlich alle gerne. Ich meine, deswegen spielen wir ja auch im MMO ein Stück weit. Ich weiß gar nicht, sind die Soundanimationen zu laut eigentlich? Mir so unfassbar laut vor gerade. Bin wirklich sehr gespannt, wenn ich mir das Video... im Nachhinein hier angucke, was ich dann davon so denken werde. Aber ich muss jetzt nicht... Wir machen jetzt kein Roleplaying, oder? Also, es tut mir nicht weh, wenn die mich hitten, oder? Nein, ich würde sagen, es geht zu weit. Ich muss sagen, die sehen schon sexy aus beim Kämpfen, ne? Nicht sehen lassen. Oh, mein Siegel. So, Ding Ding. Level up. EZ in die Kommentare. So, wir gehen mal abgeben. Das sind übrigens auch diese Mana-Würmer.
Die kennt ihr vielleicht aus dem Cinematic von Burning Crusade. Da ist so ein Blutelf, der die so um den Finger wickelt irgendwie und so dem dann die Magie raubt und so ein Quatsch. Was daher kennt man die. Das sind tatsächlich hier die ersten Gegner, auf die wir treffen. Wir werden siegen. So, das ist jetzt die Arcanist Helion, aka Super Saiyajin. Direkt neben Jayne Tessellran. Was sucht ihr? Ja. Gut. Wir gehen mal rein. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Anfangsdinger hier, nehmen wir alle an. Ja, dann können wir dann auch in Ruhe weitermachen. Wissen ist Macht, wahre Macht, meine junge Freundin. Ihr tut gut daran, so viel wie möglich davon anzusammeln und auf die zu hören, die dies bereits getan haben. Vor der Zerstörung des Sonnenbrunnens waren wir so töricht zu denken, wir hätten den Gipfel unserer Zivilisation erreicht. Die Geißel brachte uns zu Fall. In gewisser Weise brachte sie uns zurück in die Realität. So, unstillbarer Durst nehmen wir an. Wenn es eine Lektion von eurer Zeit auf der Insel der Sonnenwanderer gibt, die ihr niemals vergessen dürft, dann ist es diese. Verliert unter keinen Umständen die Kontrolle über euer Verlangen nach Magie. Dieser Durst ist unstillbar. Okay. Nutzt den Mana-Durst, um Energie zu absorbieren und verwendet den Arkanenstrom, um sie in der von euch gewünschten Form wieder freizulassen. Begeht ihr dabei einen Fehler, werdet ihr zu einem Getriebenen, hoffnungslos abhängig und dem Wahnsinn verfallen. Sucht auf der Insel nach Kreaturen, die Mana verwenden und fokussiert euren Mana-Durst auf sie. Lernt euer Verlangen nach Magie zu kontrollieren. Wenn ihr euch ausreichend genährt habt, kehrt zu mir zurück. Okay. Haltet den Kurs. Wir sollen also hier die Fähigkeiten der Blutelfen verwenden gegen die gegen Kreaturen, die Mana haben, glaube ich. Ja. Also vielleicht für die Nicht-WoW-Nerds unter euch. Jedes Volk in World of Warcraft hat so ein paar Sonderfähigkeiten. Die Blutelfen haben eben hier den Mana-Durst und den Arkanen-Strom. Hier kann man bis zu dreimal einem Ziel Mana absaugen und das dann quasi mit Arkanen-Strom wiederbekommen. Und auch noch silencen Gegner im Umkreis. Ja. Und einfach, Feinde werden fallen. Um die Fähigkeit kennenzulernen, soll man die quasi hier am Anfang verwenden. So, Arcanist Itanos hat auch noch eine nette Aufgabe für uns parat. Für eine Handvoll Fragmente. Es ist eine Schande, dass wir die Kontrolle über so viele Kreaturen hier auf der Insel verloren haben. Es war einst ein ruhiger Ort der Studien- und Forschungsarbeiten. Jetzt können wir uns nur noch hüten, damit wir von unseren eigenen Kreationen nicht angegriffen werden. Ja gut, wenn man so viel Scheiße baut, dann muss man das natürlich auch irgendwann auslöffeln, ne? Ich biete euch einen magischen Segen an, wenn ihr für mich etwas einsammelt. Bringt mir eine Handvoll Arkanspäne von den Mana benutzenden Kreaturen der Insel der Sonnenwanderer. Und ich wirke einen Zauber auf euch, welcher eure weiteren Abenteuer immens erleichtern wird. Damit 6 Arkanspäne und bringt sie zu Arkanist Itanas auf der Insel der Sonnenwanderer. Derartige Fragmente findet man bei allen Mana benutzenden Kreaturen. Ja, ich würde sagen, das lesen wir nicht mehr vor, oder? Das ist ja dann quasi nochmal so eine Zusammenfassung für ganz doofe irgendwie. Ich lese einfach immer nur den Text vor. Dann sollte man das ja eigentlich schon verstanden haben. Lebt wohl. Ich denke, so machen wir das. So. Jetzt gehen wir mal hier wieder rüber. Lalalala, hallo. So. Analia Schola. So, wir geben das jetzt hier mal ab. Wir haben quasi die Mana-Würm getötet. Und da werden wir natürlich, jetzt wird sich natürlich bedanken, ne? Ihr habt eure erste Aufgabe erfolgreich gemeistert. Lasst euch dafür danken. Ein derartiger Erfolg bestärkt mich in meinem Glauben, dass ihr euch besser anstellen werdet als diese jungen Blutelfen, die sich nicht an die Vorgaben ihrer Meister gehalten haben. Weitere Leistungen wie diese werden in Zukunft belohnt werden. Nicht nur mit Wissen, sondern auch mit greifbaren Belohnungen. Dennoch, eure Arbeit hier ist nicht getan. Es gibt noch viel zu lernen, mein Kind. Okay. Okay, na gut. So, dann, was nehmen wir denn mal hier? Die Kettenstiefel, würde ich sagen. So. Dann gibt es hier direkt die nächste Aufgabe. Und hier ist auch schon der Sieg ist nahe. Der nächste törichte Paladin, der hier ankommt.
Eure Bemühungen haben uns etwas erkennen lassen, von dem ich hoffte, es wäre nicht wahr. Die unkontrollierte Macht der brennenden Kristalle hat einen viel größeren Teil des natürlichen Gleichgewichts der Insel durcheinandergebracht, als ich vermutet habe. Tja. Wir müssen jetzt leider bedauerliche Maßnahmen ergreifen, um die Kontrolle wieder zu erlangen. Die Luchse aus der Umgebung sind dem Einfluss der Kristalle erlegen und müssen bekämpft werden. Bringt mir ihre Halsbänder, die Fallerina. Noch kann ich vielleicht einen Magieschutz anfertigen, der manche wieder dem Einfluss entziehen kann. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Kein Problem, erledigen wir. Ausbildung zum Paladin. Mit dem Voranschreiten in eurer Klasse möchtet ihr sicherlich von der Ausbildung profitieren, die euch der Lehrer für eure Klasse anbieten kann. Diesthenes Sonnensturm ist der Lehrer für junge Paladine hier auf der Insel der Sonnenwanderer. Sprecht mit Diesthenes und seht, welche Ausbildung er euch anbieten kann. Es wird euch etwas kosten, bringt euch auch ein wenig Geld mit. Euer Lehrer, wie alle anderen Lehrer auf der Insel der Sonnenwanderer auch, befindet sich im unteren Teil des Sonnenturms. Tut allen Widersachern. Na gut, dann schauen wir auch direkt mal bei unserem Paladin-Lehrer vorbei. Moin. Moin, 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 moin. Unsere Feinde werden fallen. So, hallo. Genau, ich würde gerne etwas darüber lernen, wie man die Macht der Naru manipulieren kann. Perfekt. Ich sehe eure vor Stolz geschwollene Brust. Ihr glaubt euch schon als einer der Blutritter, wa? Ja, haben wir gedacht. Mit der Zeit werdet ihr euch einen Platz in unseren Reihen verdienen. Als erstes müsst ihr jedoch den Umgang und das Meistern des mächtigen Lichts erlernen. Verbessert eure Waffenfertigkeit und erweist euch als würdig. Ja. Ihr müsst gut vorbereitet sein, um den Spott, die Angst und den Abscheu derer ertragen zu können, die ihr zu beschützen geschworen habt. So geht's denjenigen, die nicht verstehen, welchen Preis es für die große Macht zu zahlen gilt, die sie beschützt. Geht mit erhobenem Haupt und gezückter Klinge voran, die Fallerina. Okay. Mach ich. Erweist mir bitte einen Gefallen. Brunnenbüter Solanian braucht eure Unterstützung. Ihr würdet gut daran tun, euch bei ihm beliebt zu machen. Er wartet euch auf der äußeren Plattform. Geht einfach den Aufgang hinauf. Lebt wohl. So, können wir schon was lernen bei dem Kollegen hier, oder was? Die Sonne leitet uns. Aura der Hingabe. Finde ich halt immer sehr nice gemacht, muss ich sagen. Ne? Also die Animationen von Paladin. So, die Grafiken sind halt einfach. Apo Red würde sagen, Choc Güzel. Wunderschön. So, wir gehen mal hier hoch. Das ist halt auch, also muss man wirklich sagen, die Architektur und das Design von diesen ganzen schwebenden Elemente, also. Also ganz ehrlich, wenn die Blutelfen von Anfang an ein Classic schon in-game gewesen wären, ich glaube, dann wäre ich auf der Hordenseite gelandet, von Anfang an. Also ganz ehrlich. Ehre den Zindorai. So, guten Tag. Das ist Brunnenbehüter Solanian. Früher bot sich vom Sonnenturm aus eine wunderschöne Aussicht auf den Sonnenbrunnen. Doch nun hat sich unser Leben ins Gegenteil verkehrt. Okay, also man konnte von hier den Sonnenbrunnen sehen. Alright. Die Fallerina, aber wir machen trotzdem weiter. Wir sind hart im Nehmen, das ist unsere Art. Wenn diese Zeit des Umsturzes überstehen wollte, müsst ihr lernen, unter diesen Bedingungen zu überleben. Alle Blutelfen müssen das. Nicht nur wir, alle. Ihr müsst Herr über euren unstillbaren Hunger nach Magie werden. Bevor der Hunger Herr über euch wird. Okay. Dann gucken wir mal, was wir für den guten Solanian machen können. Bei dem Chaos hier beim Sonnenturm habe ich es nicht geschafft, all mein Hab und Gut zusammenzusammeln, das ich an verschiedenen Plätzen auf der Insel gelassen habe. Ich muss hier beim Sonnenbrunnen weiterhin Wache halten, aber könntet ihr vielleicht meine Sachen an meiner Stelle suchen gehen? Ich brauche meine Seerkugel, meine Rolle der Geißelmagie und mein Tagebuch. Nutzt diesen Ranzen für zusätzliches Gepäck, da die Dinge etwas sperrig sind. Bringt sie zu mir zurück und ich gebe euch dafür etwas im Austausch. Für eure Mühen, versteht ihr? Den Ranzen könnt ihr dann auch behalten. Alright? Der Tag der Abrechnung wird kommen. Gar kein Problem. So, dann müssen wir auch noch zum Schrein von Dasrema. Tag für Tag stehe ich hier, beobachte, warte.
Man hat mich beschuldigt, zu tief in unserer Vergangenheit zu graben, während mein Blick zum Horizont gerichtet ist. Ich glaube jedoch fest daran, dass jeder Besucher dieser Insel diejenigen ehren sollte, die alles dafür geopfert haben, damit andere fortfahren können. Dasrimar Sonnenwanderer war unser erster König. Er führte uns durch den Mahlstrom von Kalimdor hierher. Okay, also hier bekommen wir jetzt das erste Mal wirklich so ein bisschen interessantere Lore. Das heißt also, Dasrimar war anscheinend der erste König der Blutelfen. Und der hat die durch den Mahlstrom hierher geführt. Vielleicht sehen wir ja irgendwie in Silbermond irgendwann nochmal eine Statue oder so von dem. Mal schauen. Sucht seinen Schrein im Westen auf und kehrt erst dann zu mir zurück, wenn er die dort angebrachte Tafel zu seiner... Ach so, okay, an dem Schrein, vielleicht sieht man ihn ja da irgendwie noch. Da sollen wir uns einmal die Tafel durchlesen. Alles klar. So, dann würde ich sagen, haben wir die ein oder andere Quest angenommen. So. Habe ich jetzt ehrlich gesagt schon wieder vergessen eigentlich, wo wir hier gerade... So, also warte mal. Erstmal die Füße anlegen. Eine Tasche haben wir noch. Wunderschön. Übrigens, ich nehme die Folge gerade hier um 12 nach 11 auf, also abends. Also um 23.12 Uhr. Von daher haben wir es auch schon... Ich glaube, die Luchse müssen wir killen, ne? Das ist so ungewohnt. Ohne Quest, das wird einem nicht mehr angezeigt. Müsste aber eigentlich stimmen. Macht den Sound ein bisschen leiser. Ganz. Was ich sagen wollte, ich nehme. Guck gerade mal. Und? Ja doch, die müssen wir killen, okay. Ich nehme das Let's Play hier gerade also in der Nacht auf, quasi. Und das finde ich halt immer so geil. Das habe ich so gefeiert immer früher. Dass ich quasi die Tageszeit in WoW. Immer so wie im echten Leben auch. Das war immer so geil, ey. Man früher dann irgendwie noch feiern war oder so nach dem Club, dann noch in WoW rein, dann war da auch schon Abend und so. Da war so das Ingame-Leben auch zur Ruhe gekommen. Ich meine, früher hat man ja einfach noch so aus sinnlosen Gründen ist man in der Welt umhergestreift und hat sich einfach nur an der Schönheit der Welt ergötzt, ne? Das macht ja heute auch keiner mehr. Heute wird nur eingeloggt für den Raid. Und dann werden Consumables gefarmt im Wert von 5000 Gold. Und dann wird sie wieder ausgelockt, ne? Hat sich ja so ein bisschen geändert auch. So. Also die Lux-Bestände müssen hier dezimiert werden. Und ich meine auch, es haben die irgendwann mal... der Game-Sound ist ein bisschen laut, oder? Einzige, den stört. Ich meine, das haben die irgendwann mal geändert. Ich glaube, im aktuellen Retail-WoW... ist die Tageszeit in-game nicht mehr die gleiche wie out-game, also im Real-Life, bin ich ja mal. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das haben die irgendwann mal geändert. Und da haben sich sehr viele Leute drüber beschwert. Was ich auch, ehrlich gesagt, sehr gut nachvollziehen kann irgendwie. So, einmal hochgeheilt, gar kein Problem. Es geht weiter. Auch so hier spielen. Ultra-Lore-Perspektive, ey. Without UI. Aber wir müssen vorsichtig sein, weil nochmal zur Erinnerung, wir haben ja die Hardcore-Challenge auch mit dabei, ne? Also, wir dürfen nicht sterben, Leute. Ich bin eigentlich der Meinung, sollte man hinbekommen. Ich glaube auch, ein Paladin ist tatsächlich ein Char, der sehr beliebt ist in der Hardcore-Szene. Denn ich bin der Meinung, Bubble-Ruhestein ist erlaubt, oder? Bitte mal in die Kommentare reinschreiben. Ich meine, wir machen ja nicht diese offizielle Hardcore-Geschichte da. Mit irgendwelchen Regeln und hast du nicht gesehen. Wir machen so unsere eigene Challenge. Ich darf einfach nicht sterben, sonst muss ich neu anfangen. Aber ich bin der Meinung, in der offiziellen Hardcore-Szene dürfen Paladine Bubble Ruhestein machen auch. Ja, das ist schon ein krasser Vorteil eigentlich, oder? Wage ich mal zu behaupten. So, wir müssen gleich hier ein paar Sachen wieder anlegen. Wenn wir die auch noch niedergestreckt haben. Perfekt, so.
Überlege ich gerade, gehe ich jetzt erstmal abgeben? Ja, doch, oder? Was müssen wir denn noch machen? Ach, Moment. Nee, genau. Wir müssen ja noch unsere Fähigkeit auf die Mana-Kreaturen anwenden. Ja, dann machen wir es, glaube ich, erstmal hier. Das müsste eigentlich so, ja. Wir müssen hier quasi gerade eigentlich. Speichert man auch dann so einen Effekt, dachte ich. Vielleicht das gerade irgendwie gerade nicht funktioniert. Oh, die Mucke, ne? Oh. Ey, da könnte ich mich echt stundenlang dran satt hören an der Mucke. Das ist echt herrlich. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Fähigkeit zu verwenden. So, gucken wir mal. Ah, okay. Kann anscheinend irgendwie auch widerstanden werden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt haben wir die hier einmal gespeichert und wenn wir dann die andere Fähigkeit verwenden, sollten wir Mana wiederbekommen, glaube ich. Das heißt, kann man eigentlich schon sagen, dass sich Blutelfen eher für eine Klasse lohnen, die Mana hat? Weil, ja, oder? Oder bekommt man dann Energie oder Wut? Ne, ich glaube, das ist bringt einem immer nur Mana. Oh, Ding, 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 Ding in den Chat, Leute. GZ in den Chat. Also in die YouTube-Kommentare. Das zweite Mal schon. Die Kommentare sind unser Chat, okay? So, jetzt habe ich wieder die Fähigkeit nicht verwendet. Shit. Muss sagen, es macht echt Bock irgendwie. Weil das ist ein bisschen weird. Wenn man, ich bin schon ein bisschen an Twitch gewöhnt. Und da hat man immer so das direkte Feedback. Es ist ein bisschen weird, aber auf der anderen Seite finde ich, trainiert man auch seine Fähigkeit dadurch, zu reden, obwohl einem keiner antwortet. Das ist ja so eine Fähigkeit, die viele Twitch-Streamer auch auszeichnet, dass sie einfach 100 Jahre labern können, ohne dass sie eine Antwort bekommen. Das kann ich eigentlich gar nicht. Oder da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber gerade merke ich, dass es tatsächlich Bock machen kann. Aber vielleicht macht es mir auch nur Bock, wenn ich nicht live bin. Keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, wie das Video ankommt. Ich glaube, es wird ein bisschen weird irgendwie. Aber hey. So. Muss ich das noch zweimal anwenden? Die Arkanenspäne haben wir schon. Achso, boah. Fast vergessen schon wieder. Eieieiei. Wir sind schon wieder bei 34 Minuten. Ist auch krass, ey, wie schnell so ein letztes. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich direkt angefangen habe am Anfang. Also bei einer guten halben Stunde sind wir gerade. Auch gerne mal in die Kommentare. Wie lange soll so ein Let's Play gehen? Was nicht gecuttet ist. Ja, uncut, ne? Das ist wirklich hier, Real Rap. Wie man Neudeutsch sagt. Wie man zoomerisch sagen würde. Was denkt ihr? Wie lange soll so ein Let's Play gehen? Schreibt es in die Kommentare. Eine halbe Stunde? Eine Dreiviertelstunde? Stunde? 8 Stunden? Ich finde eine Dreiviertelstunde. Also eine Dreiviertelstunde sollte es nicht überschreiten, oder? 40 Minuten vielleicht auch? Fühlt sich so kurz an. In sechs Minuten wäre Ende. Und was habe ich gemacht eigentlich? Ich bin noch nicht mal hier irgendwie 100 Meter vom Startpunkt entfernt. Was habe ich denn gemacht, bitte? So, nochmal die Fähigkeit, so. Ich glaube, ich wäre auch einfach der schlechteste Speedrunner aller Zeiten. So, ja, lass mal abgeben gehen. Herrlich einfach. Einfach nur herrlich. Auch natürlich schön, dass wir diese ganzen Grafik-Updates, ne, natürlich auch mitnehmen. Das ist so der Vorteil zum damaligen Burning Crusade. Da hat sich ja schon einiges getan mit Classic nochmal. Ihr habt euch heute bewiesen, die Fallerina. Euer Wille zu lernen zeigt, dass ihr euch sehr wohl gegenüber dem endlosen Verlangen, welches jeden Blutelfen beherrscht, durchsetzen könnt. Ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus, sondern versucht zu meistern, was ihr gelernt habt. Nur durch Tatendrang können wir als Volk überleben.
Nehmt dies, es wird euch von Nutzen sein. Geht nun und macht unserem Volk noch einmal Ehre. Ja, wir nehmen mal die Hände, glaube ich, mit den grünen Kettenstulpen. Zeit ist Gold. Den haben wir noch nicht. Oh, wir haben ganz schön viel bekommen, sehe ich gerade. Und ein paar Sachen anlegen hier. Damit wir so ein bisschen Rüstung mal haben. So. Ja, das passt erstmal. Armschienen noch. So. Gehen wir mal weiter zu Akanis Itanas. Müssen wir auch noch was abgeben. Hallöchen. Anadia Schola. Moment mal. Hatte ich das jetzt eigentlich schon vorgelesen oder nicht? Warte mal, also. Nee, quasi das erste ist das, was er uns quasi schon gesagt hat einmal, oder? Weil ich will ja nicht die Sachen doppelt vorlesen. Irgendwo reicht es dann auch mal. So. Großartig, ihr werdet euren Zweck, die werden ihren Zweck erfüllen. Ursprünglich habe ich diesen abgelegenen Ort aufgesucht, um in aller Ruhe nachzudenken und zu erforschen, unter welchem Fluch die Insel der Sonnenwanderer leidet. Eine der Möglichkeiten, die ich in Betracht zog, war das Sammeln der Arkanspäne von den Wildtieren auf der Insel. Mit ihnen wollte ich experimentieren, um eine mögliche Ursache zu entdecken. Wie auch immer, ich werde mich weiter auf meine Forschung konzentrieren. Erlaubt mir, diesen Zauber auf euch zu wirken. Ich denke, ihr werdet ihn sehr nützlich finden. Ja, dann hau mal drauf. Für den Sonnenbrunnen. Erhöht Ausdauer und Wille um 5. Boah, Bruder, übertreibt man nicht. Das ist ja richtig krass, ey. Ja, dieser andere Buff, ey. So. Anubelore de lanar. Es bereitet mir keine Freude. Moment, das habe ich jetzt auch schon wieder gelesen. Also, der Turm und die unmittelbare Umgebung sollten jetzt einigermaßen sicher sein. Zumindest vorerst. Dank euch haben wir in Sicherheit gewonnen, aber es gilt, die Kontrolle über die ganze Insel wieder zu erlangen. Wenn wir hier auf Dauer überleben wollen, es wird weitaus mehr verlangen, als Mana-Würme, Würms und Luchse auszulöschen. Nehmt dies, die Phylarina. Es wird euch bei euren zukünftigen Taten sicherlich von Nutzen sein. So, jetzt haben wir hier eine grüne Kettenweste mit 67 Rüstungen, ja. Die nehmen wir auch mit. Berichterstattung an Lantan Perilon. Erstattet meinem Assistenten Lantan Perilon Bericht. Er wird euch sagen, was es als nächstes zu tun gilt. Während wir hier am Sonnenturm weiterhin über die brennenden Kristalle walten, werdet ihr euch auf eine dringendere Angelegenheit bezüglich der Akademie von Faldrien konzentrieren. Man kommt rein, Leute. Lantan würde ich alles erklären, wenn ihr mit ihm spricht. Geht einfach von hier aus Gen Westen entlang des Pfads. Ihr solltet ihn in der Nähe antreffen. Viel Glück, der Fellowreader. Jeglicher Erfolg soll belohnt werden. Okay, Gen Westen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Da bin ich mir sicher. Ehre den Zindorei. Ehre den Clan, ey. So, Grüße geht raus an Stevenio an der Stelle. So, wir müssen erstmal verkaufen gehen. Wir haben kein Kupfer. Euer Gold ist hier willkommen. Okay, ja, ich habe tatsächlich auch etwas zu verkaufen. So, Anubenar Delanar. So, die Rüstung legen wir an. Das kann weg. 34 Rüstung, ja, kann auch weg. Kann auch weg. Schild. Ach, brauchen wir auch erstmal nicht. Rücken haben wir noch nicht an, perfekt. Gut. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Da bin ich mir auch relativ nicht sicher. So, dann. Die Sonne leitet uns. Das könnte schon eher zutreffen, ja. So, wir nehmen hier mal hier das Richterurteil mit und den Segen der Macht. Wunderbar. Bleibt wachsam. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Oh, Blessing of Might. Auch eine sehr schöne Animation. Und Richturteil. Würde ich sagen, Blutelfenfähigkeiten, die machen wir mal ein bisschen hier weiter hinten hin. Ich glaube. Ich mache so ein Siegel drauf. Ah, genau.
So war das. Und ich kann dann das Richturteil machen und verliere ich das Siegel, so eine Art. Mache aber dann Damage. Ja, okay. Das heißt, im Grunde genommen macht es Sinn, dass ich das mache, kurz bevor es ausläuft, oder? Illuminaro, Delinaro. Gut. Wir haben jetzt hier nichts Neues bekommen, oder? Ach nee, ach doch, zu Lantan Perilon sollen wir noch. Lantan Perilon auch. Kurioser Name. Aber gut. Bin gespannt, was Lantan zu berichten hat. Oh, hallo Lantan. Ich wurde hier einfach hergeschickt, keine Ahnung. Magistrix Erona sagte mir bereits, dass ihr schon bald hier sein würdet. Ich frage mich, ob jemals ein Blutelf wirklich so klingen würde, aber gut. Es steht sehr schlecht um die Akademie von Faltrien, das große schwebende Gebäude mit den kunstvollen Türmchen, was westlich von uns liegt. Analia Shodar. Gebäude westlich? Das da hinten, oder was? Okay. Ihr werdet den Rückeroberungsversuch gegen einen getriebenen Anführer und einen Blutelfen, der ihrer erbärmlichen Gier auf ewig verfallen ist. Ich hoffe, ihr seid bereit. Dies wird euch nicht nur einiges über Gefahren lehren, sondern auch etwas über das Schicksal, das euch ereilt, wenn ihr eure Existenz leugnet. Bleibt wachsam. Bevor ich euch zur Akademie aussende, möchte ich, dass ihr euch um eine andere Aufgabe kümmert, die es sofort zu erledigen gilt. Einst helfen uns die Borklinge. Ich glaube, ich gehe gerade zu sehr in der Rolle auf, ehrlich gesagt, die Pflanzenwelt der Insel der Sonnenwanderer zu erhalten. Aber jetzt sind uns diese Bestien außer Kontrolle geraten. Helft uns so schnell wie möglich. Ich bin auch leicht erkältet. Bei ihrer Vernichtung aber seid gewarnt, der Verlust ihrer Kontrolle hat sie äußerst aggressiv werden lassen. Es ist diese Angriffslust, die uns zwingt, diese einst friedlichen Untergebenen zu zerschlagen. Es bereitet mir keine Freude, euch um diesen Gefallen zu bitten, aber es geht nun mal ums Überleben. Ich werde später trauern. Okay, perfekt. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Sholel Aran. Sholel Abakacha. So, wir müssen Borklinge klatschen. Die waren mal friedliche Untergebene, aber die sind einfach ein bisschen ausgerastet, die sind eskaliert, die haben ein bisschen zu oft gefeiert, ein bisschen zu viel am Sonnenbrunnen genuckelt und deswegen müssen wir sie leider auch vernichten. So, stirb. Stirb, Borkling, stirb. So, jetzt kann ich mal das Siegel, das Richturteil. So, dann mache ich so. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Ach, es hat aber auch einen Cooldown. Das riecht total, okay. Ja, Leute, ich würde sagen, das allererste Let's Play muss leider an der Stelle schon. Ich habe ehrlich gesagt gerade so richtig. Ich bin gerade so richtig in Fahrt gekommen. Und jetzt ist irgendwie Ende, aber wir haben halt nur mal 44 Minuten oder gleich eine Dreiviertelstunde erreicht. Was soll ich sagen, Leute? Es geht echt schnell. Also, das hätte ich echt nicht erwartet, dass es dann doch so schnell geht. Fast eine Stunde rum hier. Wir werden jetzt hier noch die Borklinge klatschen. Die sind einfach zu aggressiv, ne? Das merkt man schon. Die sind einfach mad. Die haben einfach keinen Bock mehr hier auf die Scheiße. Und das merken die Blutelfen eben auch, ne? Die müssen einfach weg. Ist das erste Let's Play hier auch schon vorbei? Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich mich so geschlagen habe. Ich habe so, glaube ich, so 15 bis 20 Minuten gebraucht, bis ich so richtig reingekommen bin. Es ist eine völlig andere Erfahrung, würde ich sagen. Eine völlig andere Art, wie man WoW spielt, wie man generell ein Spiel spielt, wie man in die Welt eintaucht. Aber ich fand es äußerst interessant und es hat mir tatsächlich echt Bock gemacht. Was ich jetzt unterschätzt habe, ehrlich gesagt, ist der zeitliche, das zeitliche, also ich dachte halt, dass man ja, zumindest irgendwie nochmal ein bisschen mehr erlebt in der ersten Folge, aber wir haben es ja wirklich, wir haben nur wie gesagt, wir sind noch nicht mal 200 Meter gefühlt von dem Startpunkt entfernt, aber so ist es halt im Leben. Ja, es ist ein Marathon, Leute, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon,
wie das Leben auch. So, ich bin sehr gespannt, was ihr davon halten werdet. So, und wir werden jetzt hier noch die Borgklinge vernichten. Wir müssen noch zwei wilde Borgklinge und einen unwilden Borgkling töten. Und dann ist das erste Let's Play auch schon vorbei. Dann müssen wir gleich noch einen Punkt finden, wo wir uns hinstellen. Als Referenz, dass ich mich wirklich nicht eingeloggt habe, das ist wichtig. weil genau da noch einen wilden Borgling. Genau da machen wir dann quasi in der nächsten Folge auch weiter. Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, wie macht man das? So dreht man jetzt zum Beispiel drei Let's Plays direkt nacheinander, wenn man noch so im Feeling drin ist? Oder ist eine Pause gut? Ich glaube, ich mache erstmal Ende. Es ist ein bisschen spät schon. Gucken wir mal, da werde ich irgendwie auch reinkommen. So. Also, wir haben alle Borklinge natürlich standesgemäß auch vernichtet. Wir geben die ganze Nummer jetzt noch bei Lantern ab. Und dann machen wir Ende im Gelände und finden noch ein schönes Fleckchen, wo wir uns hinschillen. Wir werden siegen. So. Wie war denn seine Stimme jetzt? Der Tod der Borklinge macht mich zwar nicht glücklicher, aber es beweist mir, dass ihr für die wichtigste Aufgabe hier auf der Insel der Sonnenwanderer bereit seid. Nehmt dies und setzt es mit Bedacht ein. Ihr werdet gute Waffen und einen scharfen Verstand für euren nächsten Auftrag brauchen. Es liegt an euch, ob wir die Kontrolle über die Insel erfolgreich wieder erlangen. Okay. Ja, ich nehme mal, das ist ein Einhandschwert. Heute ehrlich gesagt eher Zweihandwaffen so gefühlt, aber ja, wir nehmen das mal an. Kettenhose haben wir jetzt auch schon. Fühlt sich schon ein bisschen paladinerischer an. Wir bekommen ja auch noch Plattenrüstung irgendwann. So, und wir nehmen die nächste Quest, würde ich sagen, noch nicht an. Die nehmen wir nämlich dann im nächsten Let's Play an, Leute. Ja, ich würde sagen, wir chillen uns hier. Es geht dann, wo geht's denn dann hin? Wir sollen dann, ach so, dann geht's in die Akademie von Faltrin, okay. Aber das ist dann, glaube ich, das Gebäude, was wir dort schon so leicht erkennen können. Da müssen wir hinauf, ja. Leute, ich werde mich jetzt hier auf diese Bank legen, okay. Eiskalt, ist mir scheißegal, so. Okay, das sieht sehr, sehr schlecht aus, so, Moment. Wo machen wir das? Genau hinter Lantern Perilon und genau an der Stelle mit der aktiven Quest hier noch über ihm werden wir bei dem nächsten Let's Play weitermachen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, Leute. Wie gesagt, das ist ein Hardcore-Run. Wir dürfen nicht sterben. Wir werden uns hier das komplette Gebiet der Blutelfen anschauen. Wir werden versuchen, so gut es geht, in die Lore einzusteigen. Wir haben ja schon ein bisschen was gelernt heute. Die Insel der Sonnenwanderer, das ist dieser kleine Abschnitt hier. Der ist einfach so ein bisschen übervölkert von Kreaturen, die sich hier irgendwie ein bisschen zu viel Mana gelutscht haben. Keine Ahnung. Und da mussten wir sehr viel dezimieren schon. Und jetzt haben wir hier anscheinend auch noch so ein paar abtrünnige Gestalten, die sich hier irgendwie auch selbstständig gemacht haben, eigene Firma gegründet haben und hier irgendwie irgendwelche zwielichten Machenschaften in den Blutelfengebäuden treiben. Und das müssen wir natürlich auch auf jeden Fall unterbinden, ja. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns jetzt aber wirklich in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja.